Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Let's Play-Projekt meinerseits. Und wie ihr unschwer erkennen könnt, handelt es sich hierbei um Alice Madness Returns. Ja, und ehe ich weiterrede, würde ich erstmal die Eingabetaste drücken, damit die Musik ein bisschen leiser wird. Denn ich habe schon ein bisschen Vorarbeit geleistet. Das heißt, ich habe quasi die Lautstärke ein bisschen variiert, so dass sie nicht störend ist, also dass sie hörbar ist auf jeden Fall. Aber dass man auch meine Stimme hören kann. Weil ohne meine Stimme, das wäre ja ein bisschen, naja. Ein Let's Play ohne Stimme, das ist wie ein Erdbeerkuchen ohne Erdbeeren oder so ähnlich. Auf jeden Fall habe ich hier ein Profil schon mir angeeignet und es schlauerweise Iref Wolverine genannt. So wie mein Channel-Name auch ist. Ich weiß, sehr kreativ. Aber nichtsdestotrotz. Alice Madness Returns, das ist schon ein unheimlich cooles Spiel, würde ich mal sagen. Es ist natürlich sehr dunkel, also düster und ja, ich schätze mal, es geht auch in die Richtung Steampunk. Auf jeden Fall gibt es da schon einige Elemente, was dann vor allem in einem Level wahrscheinlich richtig krass sichtbar wird. Und ich habe ich habe dieses Spiel schon mal durchgespielt und das ist allerdings schon ein bisschen her, also so ungefähr 10 Monate. Das heißt, ich habe echt nicht mehr im Kopf so wirklich, was alles kommen wird. Ich glaube, es sind 5 Level oder so. Keine Ahnung. Auf jeden Fall, ich habe diesen Spielstand, den ich angelegt habe, auf normal gestellt. So, dass es nicht ganz so einfach ist, aber dass wir uns auch nicht die Zähne ausbeißen. Wobei ich sagen muss, dass man selbst bei einfach sich manchmal die Zähne ausbeißen könnte. ja, also es ist eine Mischung aus, ein Jump-and-Run-Spiel und irgendwie auch, naja, man muss auch Dinge, Monster etwas killen. Und Alice stellt sich quasi ihren eigenen Albträumen. Sie hat ein richtiges Trauma erlebt in dieser Vorgeschichte und ich weiß, dass es von dem Spiel Alice irgendwie von Magie basiert und dann quasi weitergeht. Und wie gesagt, es ist ein düsteres Spiel und ich denke, man muss es, also entweder man mag es oder man mag es nicht. Und ich muss sagen, ich war erst skeptisch, als ich die Vorgeschichte so gesehen habe, also gespielt habe. Aber nachdem ich dann quasi im Wunderland dann letztendlich war, hat mich das Spiel dann doch ein bisschen gepackt. Und ich würde sagen, lange Rede, kurzer Sinn, ich habe jetzt schon ein bisschen geplappert und habe gerade nicht im Kopf, wie lange genau. Ich möchte euch jetzt nicht mehr auf die Folter spannen. Wir betreten jetzt einfach mal das Spiel. Hier, das ist Alice. Total cool. Naja, jedenfalls, nein, doch, neues Spiel. Weil das ist ja quasi, ach ja, klar, ich muss es also doch noch. Okay, gut, das ist wahrscheinlich, weil ich das noch auf 0% habe und, keine Ahnung, was man da hat, aber ich mach's mal aus. Auf jeden Fall speichert dieses Spiel auch, automatisch. Das heißt, ihr werdet rechts unten in der Ecke auch ein Symbol, also sowas wie eine Taschenuhr sehen in schwarz. Und das ist dann das Zeichen, dass das Spiel automatisch speichert und ehe man quasi das Spiel verlassen kann, sollte man so lange spielen, bis dann quasi dieses Symbol erscheint. Also das ist immer etappenweise. Aber ich sag jetzt nichts mehr. Die Vorgeschichte geht los. Und die spricht quasi dann für sich. Komm schon, Alice. Es ist nur ein Traum. Es ist kein Traum, sondern eine Erinnerung. Und sie macht mich ganz krank. Vergiss es. Und jetzt. Konzentration. Warte. Du schwebst wieder. Schwerelos. An
Eine Chiffre entspannt hier. Ich bin in der Hölle. Vergiss das. Gib diese Erinnerung auf. Sie ist unproduktiv. Lass es. Geh ins Wunderland. Ich kann nicht. Ich bin gefangen. Das Mädchen hat schwere Verbrennungen. Rufen Sie einen Arzt. Wird sie wieder gesund? Nein, löschen Sie meine Vorstellung. Vergiss, geh ins Wunderland. Lieber nicht, Doktor. Mein Wunderland liegt in Trümmern. Für mich ist es tot. Deine Präferenzen sind unerheblich, Fräulein. Also, Alice, wo bist du? Ich segle mit einem Freund. Es ist irgendwie anders. Alles hat sich verändert. Veränderung ist gut. Das erste Glied in der Kette des Vergessens. Was ist hier los? Wer jetzt ein bisschen zart beseitet ist, sollte wegschauen. Ein paar Sekunden. Stimmt was nicht? Nur als Info. Man sieht zwar jetzt nicht so viel, aber es ist schon ein bisschen, naja, gut, krass. Also ich habe mich da recht erschrocken, als ich das gesehen habe, das erste Mal. Das Wunderland ist zerstört. Mein Verstand eine Ruine. Vergiss es. Verdränge diesen Konflikt der Wahrheit. So, Alice. Es geht uns besser, oder? Mein Kopf explodiert und in meiner Brust schlägt eine Dampframme. Nun ja, das Vergessen fordert seinen Tribut. Von meinen Erinnerungen wird mir übel. Was kann ich... Erinnere dich an andere Dinge. Aber ich will vergessen. Wer will denn allein sein, gefangen in den Trümmern seiner Erinnerungen? Ich werde dich befreien, Alice. Oft genug ist das Gedächtnis mehr Fluch als Segen. Das sagten Sie bereits. Ziemlich oft. Und ich sage es erneut. Für die Vergangenheit muss man zahlen. Also... Vor unserer nächsten Sitzung besorgst du diese Pillen in der High Street Apotheke. Natürlich, Doktor. Okay. Entschuldigung. Ja. Jetzt muss ich wohl vergessen, Alice. Also, Charlie. Und jetzt beginnt quasi der Part, in dem wir Alice das erste Mal steuern. Lass es uns vergessen, Charlie. Die Vergangenheit ist tot, Charlie. Und ich habe auch ganz. Die Familie, ja, keine ich habe ganz nie. Bewusst auch quasi also so eingestellt, dass ihr auch im Zweifelsfall mitlesen könnt. Und ich hoffe, das ist ja jetzt die erste Episode, ich hoffe auch, dass die Soundqualität bzw. die Lautstärke des Spiels jetzt nicht sonderlich gut ist. Also nicht schlecht. Ja, ihr wisst, was ich meine. Dass ihr alles hören könnt, was ich plappere, dass ihr auch die Stimmen hören können, die Musik, die unglaublich cool ist und auch ein bisschen so den Charakter von Alice widerspiegelt, also ihre Angst, ihr Trauma, keine Ahnung, irgendwie hat das was Verrücktes. Ich kann es nicht genau beschreiben, aber irgendwie, naja, vielleicht könnt ihr mir ja in den Kommentaren schreiben, irgendwie ein passendes Wort dafür. Es ist schon ein bisschen creepy. Würde ich mal sagen. Und, ja. Ja, schöne grüne Augen hat sie übrigens, ne? Ich muss mich bloß wieder an die Steuerung ein bisschen gewöhnen, weil, wie gesagt, ist schon ein bisschen her, dass ich das letzte Mal durchgespielt habe. Und ich muss mal ganz kurz in die Optionen gehen. Konfiguration, Steuerung, Audio, Spieldaten, Video. Vielleicht dieses Dings doch anstellen. Ich versuch's einfach mal. So. Anti-Leasing. Ach, Quark. Ich glaube, das kommt sogar links. Was erzähle ich denn? Sieht das jetzt besser aus? Weiß ich nicht. Naja, gut. Es spielt quasi im viktorianischen England. Wir versuchen jetzt erstmal ein bisschen rauszukommen. Wow. Aus diesem Haus da. Vergoldet, wie der Doktor sagt.
Ich habe mir meine bitteren Tränen verdient. Auch welche? Das Schöne ist, Alice ist manchmal ziemlich sarkastisch. Boah, wie ist sie? Gott. Da wird man ja schon fast dusselig. Ego-Kamera. Okay, so sieht es in der Ego-Kamera aus, so wie er das die Umgebung sehen würde, aber ich spiele ehrlich gesagt echt lieber so. Oh, und da sind wir schon draußen. Zu gut fürs Irrenhaus. Verrückt wie ein Hutmacher, nur nicht so charmant. Hat ihre Familie gekillt. Wer wollte die schon? Die Kinder sind ja auch übers Fies. Später, okay. In einem anderen Traum, vielleicht. Wir sind ja jetzt erstmal draußen und ich habe wahrscheinlich schon festgestellt. Gehen wir hier hin? Du weißt schon. Ich habe schon festgestellt, wir können. Ja, doch, es ist rechts. Gut, gut, gut. Ich dachte schon, oh Gott. Es ist wahrscheinlich bloß, wenn man die Option einstellt. Okay. Irgendwie andere, also die meisten Gestalten sehen ein bisschen merkwürdig aus, aber Alice ist echt cool, finde ich. Also Geschmäcker unterscheiden sich ja. Schießt ab, Missy. Oh, Alter. Lass mich in Ruhe. Oh Gott. Hartwigs feines Fleisch statt, okay. Und da ist eine Katze. Hallo Kätzchen. Mietz, Mietz, Mietz. Hab keine Angst. Okay. Wir laufen jetzt ihr einfach hinterher. Warum, werdet ihr gleich sehen. Wo ist diese Katze jetzt hin? Okay. Ja, frage ich mich gerade auch. Ich glaube hier lang. Ah, da. Gefunden. Lust auf einen richtigen Job? Kein Windeln wechseln. Oh. Besser als die sich aufopfern für Wasen. Okay. Könnte es denen glücklich machen, die Welt retten. Pelzigen Wesen in dunkle Höhlen zu folgen, wird langsam zur Gewohnheit. Ich hoffe nicht zum Laster. Wie gesagt, Alice ist ziemlich sarkastisch manchmal drauf. Bimbam, Alice Little. Treibst dich wieder rum, wie? Schwester Whitless, welch ein Glück. Schon zum zweiten Mal. Ganz allein draußen? Siehst fertig aus, Liebes. Geht's dir nicht gut? Nicht wirklich. Komm doch mit und sieh dir meine Täubchen an. Hübsche Vögelchen, so wie du. Nein, lieber nicht. Unser letzter Besuch hat mich etliche Pfund gekostet und nichts gebracht. Ich könnte mich erinnern, wo dein heutiges Karnickel hin ist. Immer noch verrückt. Was Wunder. Die ganze Sippe geröstet wie Maronen vor den eigenen Augen. 10 Jahre in Rutledge und das alles für die Katz. Wow, das hat aber gerade geleckt. An den immer gleichen Fragen rum. Das Feuer, ihre Erinnerung. Ah, ich kann's nicht mehr hören. Ich verdiene Anerkennung, oder etwa nicht? Wer hat ihr neue Kleider besorgt, ihr einen Platz bei Bambi verschafft? Wo wäre sie denn ohne mich? Wieso leckt das denn so? Aber sie mag meine Täubchen. Spuckte tatsächlich mal ein Pfund aus oder so. Aber was ich weiß, ist viel mehr wert. Hab sie schließlich nicht verraten. Hab sie sagen hören, alle meinetwegen gestorben. Ich konnte euch nicht retten. Hab ihr gesagt, mein Schweigen ist zu kaufen. Echt günstig. Bin guter Mensch, ehrlich. Nicht wie ihre Nanny, diese hochnäsige Hure. Oder dieser Anwalt Radcliffe, der ihr das blöde Karnickel wegnahm. Brauch Kohle. Hab sie gewarnt, dass ich den Bullen sag, wenn sie meinem Spendenaufruf nicht folgen tut. Sie kreischt und spielt total verrückt. Vergisst den eigenen Namen manchmal, hab ich gehört. Okay, auf jeden Fall.
Kommt dieser Ladevorgang erstmal, wenn wir eine neue Welt betreten, beziehungsweise in eine neue Location kommen, so ein bisschen. Und wir sind jetzt doch auf diesem Dachboden gelandet, wo diese hübschen Täubchen sind. Und hier kann man mal sehen, wie dieses viktorianische Zeitalter so ein bisschen angehaucht ist. Dort drüben ist übrigens die nette Tante mit den Täubchen, die so ein bisschen merkwürdig drauf ist. Und hier sieht man total diese Rauchschwaden von den ganzen Schornsteinen. Das ist schon krass. Man sieht das ganz bis hinter. Okay, auf jeden Fall gehen wir jetzt mal rüber. Denn dann kommt... Das ist jetzt nämlich der Einstiegsfrequenz. Was soll ich sagen? Meine um in das Wunderland zu kommen. Ich habe einen Durst. Brauch was zu trinken. Muss mir quasi verschmelzt die Realität gerade mit Alice' Fantasiewelt. Und irgendwann landen wir im Wunderland. Und zwar gleich. Jetzt. Hübsche Vögelchen, so wie du. Geh ins Wunderland. Und Alice verwandelt sich in die Wunderland-Alice, die richtig cool ist. Die Haare werden länger, das Kleid wird anders und jedes Level hat ein anderes Kleid, also ein anderes Outfit. Das ist echt genial. Okay, und die Herzogin belohnt die fleißigen Schnauzenjäger. Ja, genau das werden wir auch dann testen und was genau gemeint ist, werdet ihr auch im nächsten Part erfahren. Denn, oh, seht euch einfach mal das Wunderland an. Ich muss sagen, also, wie gesagt, der Anfang, der war ein bisschen merkwürdig für mich, also für mein Empfinden und ich war da doch schon ein bisschen skeptisch. Aber ich bin Pris los, oder? Ja, ich lass Alice erstmal reden. Wenigstens ist mir dieser Ort hier irgendwie vertraut. Genau. Würde aber auch Zeit, Alice. Die Grinsekatze. Deine Katze, zieh mich nicht auf. Ich bin am Rande des... Perfekt. Denn wenn du nicht am Rande bist, nimmst du zu viel Platz weg. Du bist mir keine Hilfe. Aber du weißt, ich kann es sein. Ich kann mich selbst erschrecken. Falls notwendig, besten Dank. Ich hoffte, dem allen entfliehen zu können. Vergiss es. Im Wunderland herrschen neue Gesetze, Alice. Unrecht aller Orten. Wir sind hier in Gefahr. Sei auf der Hut. Und genau das werden wir auch sein. Und wie ihr schon hier gesehen habt, heißt dieser Ort Tal der Tränen. Und guckt euch das mal an. Das ist so genial. So, ich muss mal vorsichtig sein. Nicht, dass wir hops gehen gleich in den ersten Part. Und die Musik ist hier auch so schön. Das ist so träumerisch und schön und idyllisch. Und wie gesagt, ich war auch skeptisch beim Anfang. Aber als ich dann ins Wunderland kam, also hier in dieses Tal der Tränen, da muss ich sagen, war ich doch positiv überrascht und es hat mich dann auch motiviert weiterzuspielen. Und das hier war quasi ein bisschen dieser Anfang und oh, ist das nicht hübsch, wenn man näher kommt, wird dann die Blume quasi groß. Jo, hey Blume. Okay. Auf jeden Fall würde ich sagen, danke, dass ihr reingeschaltet habt und wir werden dann beim nächsten Part weitermachen und das Tal der Tränen erkunden. Wenn ihr mögt, könnt ihr mir einen Kommentar da lassen, mich abonnieren oder auch ein Däumchen da lassen. Würde mich jedenfalls freuen und ja, ich hoffe, euch hat dieser Part gefallen und schaltet beim nächsten Mal wieder ein. Ciao!